Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren können, welche Daten ausgetauscht und wie sie verwendet werden. Diese vorgebliche Selbstbestimmung ist nur Augenwischerei. Eine Scheinfreiwilligkeit nach dem Cookie-Banner-Prinzip. Denn gegenüber Großkonzernen oder Grenzbeamten befindet sich der Einzelne in einer ziemlich schlechten Verhandlungsposition. Wer seine Daten nicht preisgeben will, kann bestimmte Dinge dann eben gar nicht mehr tun. Zudem reißt der umfassende Einsatz einer staatlich beglaubigten Identität riesige Löcher in die Privatsphäre. Niemand muss sich im Supermarkt ausweisen, um einzukaufen. Die EU-Wallet aber ist ausdrücklich fürs Online-Shopping gemacht und garantiert so den Digitalkonzernen ein lückenloses Profiling jedes einzelnen Kunden. Noch schlimmer wären die Auswirkungen auf den Kommunikationsplattformen. Hier käme die EU-Wallet einer Klarnamenpflicht gleich, die bisher aus gutem Grund abgelehnt wurde. Aller Kritik zum Trotz haben sich alle EU-Mitglieder verpflichtet, die Vorgabe bis September 2023 umzusetzen. Und viele haben ohnehin bereits nationale Systeme im Einsatz. Schweden, eID mit 10,5 Millionen Nutzern. Finnland, FinEID mit 5,5 Millionen Nutzern. Estland, 1,3 Millionen Nutzer. Litauen, 3 Millionen Nutzer. Dänemark, NemID mit 5,8 Millionen Nutzern. Niederlande, DigiD mit 17 Millionen Nutzern. Italien, SPID mit 30 Millionen Nutzern. Norwegen, MinID mit 5,5 Millionen Nutzern. Frankreich wartete bis nach der Präsidentschaftswahl damit, seine digitale ID namens SGIN auszurollen. Deutschland hat im Jahr 2021 das Registermodernisierungsgesetz verabschiedet. Damit wird aus der Steueridentifikationsnummer eine zentrale Bürger-ID für fast alle deutschen Behörden. In Österreich löst die ID Austria ab Herbst 2022 den Vorläufer Handysignatur ab, der bereits 3 Millionen Nutzer hat. Wenn nun alle diese nationalen Daten in einer zentralen EU-Wallet zusammenfließen, entsteht ein gefährliches Machtinstrument. Ein Machtinstrument, das von globalen Konzernen und deren Stiftungen schon lange gefordert wird. Zum Beispiel mit der Initiative ID 2020. Nach ihren Plänen sollte jeder Erdenbürger bis zum Jahr 2030 eine weltweit eindeutige Nummer erhalten, unter der alle Transaktionen und Aktivitäten erfasst werden. Natürlich nur zu seinem Besten. Man gewinnt den Eindruck, dass Regierungen und Konzerne ganz einträchtig und Hand in Hand an der sozialen Megamaschine zusammenarbeiten.